So Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Smaragd. Pokémon Smaragd, genau. Random einer Nuzlocke Challenge und ja, ich habe ein bisschen gelevelt, wie ihr seht. Ray ist bereits Level 20 und Siberius auch Level 20. Wir mussten uns ja im letzten Part leider von Sternu und Sagna, okay, von Sagna, das hätten wir uns nicht verabschieden müssen, habe ich aber freiwillig gemacht. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, sollte ich ja Wasser-Pokémon in der Nuzlocke Challenge fangen, bin ich ganz schön gefickt. Naja, gut. Wir müssen erstmal Troy finden und ihm den Brief überbringen. Oh, ein Ninjask. Cool. Aber, ja. Ignoriere ich jetzt einfach. Ich habe keinen Schutz, das wäre cool gewesen. Naja, so, das ist ein Item. Mein Fluchtseil. Dann können wir einfach hier raus, wenn wir fertig sind. Und, ah, guck dir das an, das ist so kacke dunkel hier. Aber ich will, ein Muschas. Aber ich will Phenon Tor auch nicht, übrigens zum Beispiel, wenn ich das hier ein bisschen skippe, aber das wird man mir einfach nicht abgewöhnen können. Wenn ich habe keinen Bock, Phenon Tor Blitz beizubringen, das ist so eine sinnlose Attacke. Übrigens, die Dinger, die kommen wir nur mit dem Fahrrad hoch. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Hier geht's lang. Immer einfach die Treppen nach unten suchen. Oh Gott, was kommt jetzt? Ein Knilz, na klar. Zack, weg. Ah, noch ein Knilz. Und Metallklaue. So. Was gibt's hier noch? Wie ich einfach nicht sehe, ey. Naja, muss jetzt leider durch. Oh Gott. Zack. Na. Ah. Boah, es sich läuft schon wieder, Mann. Ich will das wir auch haben. So. Gut. Wo geht's denn entlang? Es ist viel zu dunkel hier. Naja. Eigentlich ist einfach nur der Bildausschnitt kleiner, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Medit hier, wird eh kein Mensch fangen. Nee, Matti, ging's hoch. Hier kam ich doch her! Oh, okay. Ja. Weberak, braucht auch kein Mensch. Oh Gott. Alter, wie schnell das jetzt hier geht mit den Pokémon, wie schnell die immer alle kommen. Oh, Dratini! Oh Mann, ich will so ein Vieh haben. Oh, hier geht's runter, okay. Noch ein Dratini, ey. Boah, Jan wäre jetzt richtig froh. Der liebt Dratini. Er liebt auch die Weiterentwicklung davon. Naja, kann ich da ja nicht fangen. Ah. So. Ja, Elevolt. Ach, Ele-Ektek. Genau. Ja, kommen jetzt hier alles für epische Pokémon. Knilz. Und ich kann die alle nicht fangen, ey. So, geht's hier lang? Hier kam ich doch her, Mann. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Und wenn es so weitergeht, muss ich gleich Phenon Tor Blitz beibringen. Das wäre aber sehr uncool. Weil Blitz einfach eine Scheißattacke ist und die kein Mensch auf der ganzen Welt braucht. Wow. Meine, ich kriege nachher bei WhatsApp, wo mein ganzer Tisch vibriert, ey. Tja, wie mache ich das jetzt? Gott, Knilz. Erschreckt mich doch nicht so. So, gibt's hier irgendwas? Nee, warte, hier gibt's so ein Item. Everstone! Es ist ewig Stein, wenn wir mit dem ein Pokémon zu tragen geben, entwickelt sich das nicht weiter. Das macht Sinn. Sag mal, ich glaube, du hast die ganze Zeit nur im Kreis, oder nicht? Oh, doch nicht! Ah, wir haben es geschafft! Wir hätten es schon längst geschafft, aber nein, ich muss ja wieder so ein Mega-Rätsel draus machen. Wieso komme ich hier nicht weg? Can't escape. Na dann, Haus weg! Bam! Oh, Level 21! Roar, ist das Raserei? Max the Foe. Ach nee, es ist Brüller. Brauchen wir nicht. So. Ah, noch ein Stolrak. Naja, unser Stolrak ist cooler. Ein Stolunior. So. Okay, da ist Troy. My name is Steven. Okay, hier ist er Steven. I'm interested in rare stones. So I travel here and there. Oh, a letter for me? Wir haben ihm einen Brief übergeben, den wir ihm übergeben mussten. Oh, vielen Dank. Du bist den ganzen, was den ganzen Umstand gemacht, nur mir das zu geben? Ich hab dir echt zu danken. Mal sehen, ich krieg wieder für diese TM. Sie enthält meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. Können wir leider kein Pokémon beibringen. So. Deine Pokémon sehen ziemlich stark aus. Wenn du weiter so trainierst, könntest du irgendwann der Champion der Pokémon-Liga werden. Ja, das glaube ich wirklich. I know, since we've gotten to know each other, let's register. Okay, jetzt haben wir ihn auch im Pokémon-Navigator. Und als ich gelevelt habe, haben wir auch die Arena-Leiterin aus der ersten Arena bekommen.
Gut, jetzt wo wir hier fertig sind, können wir uns mit dem Fluchtseil, wo auch immer wir es haben. Oh, doch, ach, Repair war nicht Attack, das war Schutz, das wusste ich gar nicht. Escape Rope, raus hier. Zack, da sind wir. Und jetzt auf in die nächste Stadt. Wir sind jetzt halbwegs vorbereitet. Mr. Briny. Oh, ja, jetzt geht's ab nach Slateport, also Gravitport City. Route 109. Die ganze Strecke werden wir machen wir wieder Surfer. Ahoi, we've made land in Slateport. I suppose you're going to visit capture Stern and deliver the Divin goods. So, und hier können wir auch gegen ganz viele Wasser-Pokémon-Trainer kämpfen. Oh, Doppelkampf. Oh, Battle. Oh, da hat sie dich getarnt, ey. I can't swim, so I'm pretending to swim to the land. Oh Gott. Okay, zwei Pokémon, Wingull und Merrill. Los, Rail Siberio! Ach, die Pwn war. Guck mal, wie unterlevelt die alle sind. Zack und zack. Beide können Kopfmann, das wusste ich gar nicht. Pwn. Zum Leid, das gebe ich, das ist einfach langweilig. Headbutt. Das wird man mir einfach nicht abgewöhnen können, tut mir leid. I thought so, I didn't think we could swim. Was hat das hier alles mit Schwimmen zu tun, Mann? Oh, noch einer. I'm thirsty. I could go for a soda pop at the seashore house. Ja, also dann können sie was zu trinken kaufen im Strandshop. Kartoffel. Ein Zickzack, so wie süß. Und Metallklaue. Zack. Pound. Gut. So. Ja, okay, jetzt kann ich ihn auch noch registrieren. Ich überlege, ob die anderen jetzt auch noch machen, aber ich denke... Okay. Yo, Trainers, whether you're hard to trot or cool cat not, chill about Papa's spot. Oh mein Gott, das reimt sich. Ja, hier können wir Soda-Wasser kaufen. Oder nicht? Okay. If you're looking for a battle... Oh nein. Das ist nicht so, dass man da irgendwas kaufen konnte. Oh Gott. Das kommt jetzt auch, mir egal. Siberio wird mit allem fertig. Und zack. Weg. Willst du auch noch einen aus dem Maul haben? Jo, willst du. Ja, jetzt battlen wir uns mal hier so ein bisschen durch die Gegend, um uns mal schon mal hier einen schönen Namen zu machen. War. Oh, wollte ich gar nicht einsetzen. Das wollte ich auch nicht einsetzen. Nein. Headbutt. Oh Gott. Wo ist eigentlich die Logik? Das Pokémon ist verwirrt. Es schlägt sich lieber selbst in die Fresse. The fuck? So. Und jetzt nochmal zu dir, kleines Mädchen. I'm going to show you how brave my Pokémon are, but don't cry. Du sollst aufpassen, dass du nicht weinst. Zwei Pokémon. Okay, einer Zuril, die Vorentwickler von Merrill. Und natürlich unser Ray. Vom Typ her sind wir unterlegen, aber wir wissen ja, was Ray alles drauf hat, wa? So, unser schönes Steuerrad hier. Und ein Merrill, das kann jetzt Siberio machen. Einfach weil unsere Kopfnuss gleich aufgebraucht ist. Bam. Oh. Und Icy Wind. Und down. So. Oh mein Gott. Ah, okay. Jetzt kriegen wir einen Soda Pop. Können noch mehr davon holen? Ah, okay, wir können es kaufen. Nö. Ah, 16.000 haben wir schon. Ich glaube, die anderen Trainer lasse ich jetzt erstmal aus. Erstmal, vielleicht nutzen die nachher nochmal zum Leveln oder so. Ah, ein Item. Wir haben einen Trank gefunden. Coole Sache. Oh nein. Oh, da ist ja noch einer. Ah. Ah, der Sprite hat einen pinken Ring. Und jetzt hat das Mädchen trotzdem einen gelben. Ah. Egal. So, Phenontor und Steurak. Gegen Tentacha und Azurill. Kommt bei dir mit Kopfnuss. Die Sache ist erledigt. Ich muss sowas einfach skippen. Das interessiert doch keinen Menschen. Das sind diese ganz unwichtigen Kämpfe. Tut mir leid, aber die skippe ich, weil die interessieren einfach keinen. Ja, ich habe gefühlt, dass ich jetzt vergiftet worden wäre. So. Mami. Ja, ja. Registriert. So. Der will aber nicht kämpfen, ne? The water around this part is clean, but I get my Zigzagon to pick up litter from the shoreline at times. Dirty water becomes rain and joins our rivers, which we drink from.
If we pollute the sea, it all comes back to haunt us eventually. Okay, wenn die das Trinkwasser verschmutzen und es kommt als Regen wieder, dann sind die Arschkarte gezogen. The light of the lighthouse reaches thousands of miles away. Okay, der redet über Leuchttürme, das interessiert keinen Menschen. Ah, Leute, willkommen in Gravebot City, eine schöne Hafenstadt. Ich gehe mal ganz kurz ins Pokémon Center und dann können wir uns hier ein bisschen umgucken. Oh, Team Aqua? Was steht hier denn hier, Schlange? Hey there, quiet pushing. This is the line, can't you see? Oh. Was machen die denn da? Naja. Erstmal ins Pokémon Center. Hi, willkommen im Pokémon Center. Können wir Pokémon ein? Ja klar. Ich kann es kaum erwarten, hier neue Pokémon zu fangen. Das wird cool. Wie viele Pokémon habe ich angenommen? Ah, okay, 7 Stück, das reicht. Erstmal, denke ich, oder? Ja. Klar. Was bist du für ein Nerd? Okay, können wir... hier war das schon. Hätte ich gesagt, da bist du behalten, können wir uns hier schon ändern konnte. Die Namen. Kennst du die TM Geheimpower? Einer unserer Mitglieder will sie dir geben. Komm zurück und sprich an, Lucius. We'll accept you as a member and sell you good stuff in secretly. Moment, wo kriegen wir die nochmal her? Our group, we love the TM Secret Power, okay. Geheimpower ist richtig cool, da werden wir nochmal was Cooles mit machen können, wenn wir sie haben. Wenn ein wildes Pokémon verletzt wird, halt es nicht selbst, wenn es eine Beere ist. Wusstest du das? Jemand hat somebody saw that and got the idea of making medicine. Wir können Medizin daraus machen. Ich habe hier etwas für dich. Powder Jar. Das heißt, I recently had machines inside the Pokémon Centers for crushing berries. The berry crush machines are... Okay, da können wir Medizin machen, wie es aussieht. Beerenpuder. Mhm. Gut. Was habt ihr denn so zu erzählen? Shopping where you can breathe the sand of ocean. Slateport is such a wonderful place. Ja, okay, das stimmt. Hafenstädte sind echt geil. Oh, guck dir das an. Das Seegras you can get around these parts is fresh and full of life. White looks okay, geil. Hm. Ich bin der Energieguru. Ich habe alles, was du haben willst. Nee, halt, gell? Das heißt du, ach so, oh ja, die ganzen Dinger hier, die ganzen Power-Ups für unsere Werte, aber die kosten halt scheiße viel Geld, wa? Was bist du? Oh, dein Ray, du hast nur dich etwas mehr anzustrengen. Dann gebe ich dir eine Sanftglocke. Ja, Sanftglocke kriegen wir dann, werden unsere Pokémon sympathischer uns gegenüber. Naja, das kann ich für dich tun, ja, Azuri-Puppe. Und was wir damit machen können mit diesen Puppen, das werde ich auch noch erfahren. Bei Zeiten. Whenever I visit here, I get carried away und bla. Okay. Was bist du? Ein Kampfzelt. Mhm. Interessant. Was sind das alles für Häuser? Die kenne ich gar nicht mehr. Do you know what they do with old ships that become too creaky to sail? They sink. Okay. Boah, die versenken die einfach, ey. So, was hat ihr? Mein Pokémon hat eine hastige Natur. Okay, ja genau. Das Wesen eines Pokémon, das beeinflusst unter anderem auch seine Werte. Du bist ein Trainer, ne? Ja, okay, geh mal ins Kampfzelt. Wo ist denn hier Kampfzelt? Kampfzelt. Was ist das denn hier? Ja, genau, da müssen wir gleich hin, denke ich. Aber erstmal hier gucken. Luki Luki machen. Ja. Was bist du für eine alte Oma? Mhm. Ja, ich gucke jetzt, ob die irgendwann von mir wollen. Was gibt's denn hier noch? Ah, ja, hier können wir unseren Namen ändern. Ach, hier ist das Kampfzelt, genau. Früher gab es doch die ganzen Pokémon-Wettbewerbe, jetzt gibt es hier Kampfzelt und dann... I just brushed. I hike over from... Mhm. Okay, hat ein Fahrrad gehabt. Und hier ist der Hafen. Okay, können wir kurz reingucken. Ach ja. I beg your pardon, you're looking for a ship? I'm sorry, the ferry service isn't available. Kommt auch noch, wir werden auch mit der Fähre fahren können, gar keine Panik, aber noch nicht. Ich könnte jetzt... Oh, soll man nach einem neuen Pokémon gucken schon? Ja, Leute, ich gucke jetzt einfach nach einem neuen Pokémon. Dann machen wir jetzt erstmal. Ah, ja, genau, da war der Fahrradweg, genau. Was ist es? No, nur ein Volzoball. Ah, aber das Vieh kann Blitz. Immerhin. Nutze ich. Oh nein! Nein, warum nutze ich den Lebensschild? Das ist so sehr effektiv. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, okay. Hm, besser als nichts. Oh, Volzoball, braucht doch kein Mensch. Boah, warte mal. Wenn ich jetzt hingehe, jetzt kommen die ganzen geilen Pokémon. Das ist so, ist immer so. Ja, Hibiskus. Ja, okay, ist ein Wasser-Pokémon. Lampi. Ja, jetzt kommen die ganzen geilen Wasser-Pokémon, Mann. Ah. Ein Volzoball. So ein Mainstream-Pokémon. Oh Gott. Naja. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Werft,
wo wir hoffentlich den Captain finden. Und so. Bist du? Ah ne, warte, das ist der. Oh. Hä? Ein Doc. Captain Stern commissioned me to design the ferry. Oh, that there. Devon Goods? Hm. Ja. Gib mir die. Warte, was? Okay. Wir müssen ihm das jetzt bringen. Und jetzt, glaube ich, ist es so, dass die Typen sich hier verdünnisiert haben. Jo, jetzt sind ja alle hier drin. Und sorgen für Trouble. Aber, Leute, was Team Aqua da drin vorhat, das erfahren wir im nächsten Part. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Smaragd Randomizer. Ich gehe ins Pokémon Center. Hi, willkommen im Pokémon Center.